Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu neuen Stream. Nee, Video, Entschuldigung. Ja, Astrobots, kein angezockt, weil das haben wir live gemacht. Aber da kam dann halt auch die Frage wegen einem 4K-HDR-Video. Weil im Livestream bin ich ja nur mit 1080p. Und das war ja auch geplant, habe ich im Livestream auch so gesagt. Sobald ich Zeit habe, jetzt ist Sonntagabend, jetzt habe ich klappt das, weil die Kleine Urlaub hatte. Also Kindergarten frei hatte, Frauchen frei. Da waren wir halt viel unterwegs und da war halt nicht vorher die Möglichkeit. Und das wollen wir jetzt einfach mal machen. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt, könnt ihr ja schon sehen, 111 Bots haben wir schon. Ich finde das ganz süß mit den Memory-Karten. Der Ton ist geil, die Grafik ist geil, das Spielgefüge ist richtig cool. Man kommt rein ins Spiel. Und es fühlt sich an wie zu Hause, weil ich habe ja auch Astrobots auf der PS5, die, was eigentlich nur als Präsentation von den neuen Features gedacht war, was aber ein richtig geiles Spiel ist. Und ich habe auch die VR-Version damals ja gezockt, was auch richtig Spaß gemacht hat. Und ich habe auch das auf der PS4 gespielt. Und ich hoffe, das wird PlayStations neues Maskottchen. Oder allgemein PlayStation-Maskottchen, weil finde ich richtig, richtig cool. Oder Sackboy. Sackboy ist auch cool. Und ich habe jetzt hier schon eine Weile gespielt und ich bin so, so begeistert. Nach Concord, was ja nicht so toll war, endlich wieder ein Singleplayer mit Sonys Stärken. Geile Steuerung, alles deutsch. Geiler Ton, geile Grafik, alles auf PS5 optimiert. Schmackofatz. Schmackofatz. Aber jetzt stehen wir mal rein. Hier haben wir auch so, ihr findet auch Haufen Easter Eggs. Also das sind jetzt erstmal die Galaxien, die wir haben. Also wir starten, das ist hier halt unsere Welt. Ich will halt nicht so viel verraten. Das sind die Galaxien, das ist hier oben ist die erste, wo wir hinkommen. Das sind die anderen. Und dann kann man hier auch das noch freischalten. Das ist verlorene Galaxie. Da gehe ich jetzt aber lieber nicht rein. So, das ist die Heimatbasis. Ich habe die PlayStation schon ein bisschen fertig. Das ist die, die zweite Galaxie. Und das ist die erste. Die habe ich komplett. In der zweiten, da muss ich mal spoilern, kommt ein God of War Level. Da kommt ein fucking God of War Level. Das ist so geil gemacht. Mit so viel Referenzen an God of War. Der Sound hat mich an die Präsentation von God of War erinnert. Damals bei der E3 mit dem Orchester. Die Charaktere, die man da sammelt, die Bots im God of War Design. Man kriegt die Axt am Anfang. Es ist so, so fucking geil. Es ist einfach... Bis jetzt, also die Level sind alle sehr gut gemacht. Und teilweise gibt es auch welche, die echt, echt ziemlich schwer sind. Mit diesen Dreiecken kommt dann später noch was, wo man dann wirklich am Stück durchrennen muss und kein Save Point hat. Und da sind wirklich richtig viele geile Level mit bei. Wirklich fantastische Level, wo man sich verwandeln kann. Man kriegt zum Beispiel so Affenarme. Oder man kann sich wie eine Maus schrumpfen. Man kriegt einen Elefant auf den Rücken, der Honig oder Farbe aufnehmen kann. Und da kann, Pflanzen, dass man so Plattformen machen kann. Da ist wirklich viel mit bei. Und so viele Referenzen, auch im Spiel. In einem Spiel ist im Regal so eine Dinosaurierstatue. Das soll an die PS2 erinnern, mit dieser Demo-CD, die damals gleich mit bei war, bei der Fat Lady von der PS2, wo diese mit diesem Saurier war, dass man da halt selber sein Spiel programmieren konnte, sowas sozusagen. So viele geile Sachen sind damit bei, so viele Easter Eggs, so viel... Man muss manche Levels 3-4 Mal machen, damit man alles überhaupt erst mitkriegt. So, aber ich will halt nicht so viel spoilern. Also zu God of War werde ich später dann nochmal ein eigenes Video machen. Weil ich will halt noch nicht so viel spoilern am Anfang. Deswegen machen wir nur das erste Level jetzt hier in 4K HDR, dass ihr das mal sehen könnt.
Und ja, God of War machen wir denn, mache ich denn später dann nochmal ein einzelnes Video, denke ich mal. So, hier seht ihr denn, wie das aussieht. Wir haben oben alle Bots gesammelt. Alle Puzzleteile, die braucht er, um Sachen in der Basis freizuschalten. Und die Bots natürlich auch, um in der Basis freizuschalten, weil er sie sowieso sammeln müsst. Und dann habt ihr so eine Krone, wenn das Level komplett ist. Hier habe ich auch alle Bots und halt hier gibt es noch eine Galaxie. Das ist die Galaxie für verlorene Galaxie, was ihr gerade eben gesehen habt. Und dann kommen hier ab und zu, müsst ihr hier hingucken, das ist hier der Endboss zum Beispiel. Und danach geht es dann halt hier noch weiter. Und dann haben wir hier so Sternchen und da müsst ihr gucken, hier ab und zu kommt hier ein Komet. Da müsst ihr schnell hinfliegen und den gegendonnern. Dann kommen hier dieser Kleine und der hier und der hier. Ja, das sind dann, ich will nicht sagen versteckte Welten, aber so, aber wir machen jetzt einfach mal hier das. Das ist das erste Level. Wir fangen natürlich gleich am Anfang an. Gucken uns erstmal die Grafik an. Ihr seht ja hier die Pflanzen und alles. Es ist wirklich sehr detailliert, sehr schön hier mit dem Wackeln. Da seht ihr das. Schön quietschbunt. Achso, hier haben wir jetzt, hier vorne kann ich euch jetzt nicht zeigen. Wenn ihr das einmal durchgespielt habt, kommt dann diese Plattform. Wenn da noch was fehlt im Level. Da könnt ihr 200 Münzen bezahlen und dann kriegt ihr so ein Vögelchen, was über euch fliegt. Und der, ja, der piept dann und zeigt euch an, wo irgendwelche Geheimnisse sind. So. Können wir gleich mal ein paar bisschen Punkte sammeln. Große Münze. Ich muss noch mal gucken, war hier nicht noch was versteckt? Ah ja. Hier taucht dann auch immer mal auf. Seht ihr, das habe ich so ja noch nicht mal gesammelt, oder? Nee, doch. So. Auch hier mit dem Schatten, seht ihr das? Ich muss über die Plattform. Da kommen wir später noch hin. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Zack. Und manchmal hat man hier auch so kleine Sachen versteckt, wo denn eine Trophäe gibt. Mit Fußball ins Tor schießen oder was weiß ich. Da hier zum Beispiel. Die habe ich mir aber schon geholt. Da kann man auch. Da. Ja. Also ich habe mich von Anfang an gleich in das Spiel verliebt und ich hoffe, dass das Spiel des Jahres wird. Weil es wirklich süß gemacht. Hier ist jetzt ein Puzzleteil. Wir haben ganz viele Referenzen an andere Spiele. Oh, ich habe auch schon Roy und Ken gefunden. Hey.
So, hier können wir tauchen. So, das ist die Gummiente. Ach, da war's. So, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel so ein Verstecktes. Da muss man auch gut aufpassen, dass man hier auch wirklich alles findet. So. Dann kommen wir schon wieder hoch. Wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn er hier nicht alles findet in einem Level. Dann geht er halt nochmal rein. Oder macht halt erstmal die Level, die ihr wollt. Ich bin da eher so der Typ, ich mach's dann gleich nochmal. Wenn ich nicht alle gleich beim Anfang beim ersten Mal gekriegt habe. Aber es gibt garantiert auch noch. Garantiert noch Trophäen, die ich noch nicht habe. Also das habe ich eigentlich gemacht mit dem Turm hier. Aber ich sehe da gerade noch, habe da noch gerade eine Münze gesehen. Aber hier gibt es so viele Sachen. So, jetzt kriegen wir hier. Da können wir uns so aufblähen und weiter hoch. Den brauchen wir nämlich, um da hoch zu kommen. Und hier seht ihr zum Beispiel noch so ein Flamingo. Der hat ein Puzzleteil. Hier war, glaube ich, hier oben hing einer dran. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Schön hell. Das ist jetzt kein düsteres Spiel. Und wir haben hier auch einen Save Point. Ach, die habe ich hier oben, glaube ich, gar nicht. Doch, die habe ich hier geholt. Der hat ja hier Puzzleteil drauf. Gucken, was wir da noch haben. Hier ist nämlich noch eine Münze. Da ist jetzt die Plattform. Und schon haben wir das Level besiegt. Also beendet. Jetzt seht ihr natürlich alle, die in dem Level, die ich gefunden habe, die jetzt nicht, weil die jetzt habe ich ja, weil ich sie schon eingesammelt habe. Und dann dadurch fliegen jetzt auch nochmal schön Punkte. Zeigt gut Punkte, dann kann ich euch nämlich auch gleich noch was zeigen. So, jetzt fliegen wir mal zur Heimatbasis. Thank you.
Aber hier könnt ihr auch natürlich noch Sachen freischalten und verschiedene Biome, würde ich es mal gleich sagen. Ich zeige euch gleich die Landkarte. Und da braucht ihr halt eine bestimmte Anzahl von Bots, um irgendwas auszulösen. Ich muss mal schnell einen Schluck trinken. Und ihr seht ja hier die ganzen Bots. Und bei dem ist ja hier was. Ja. Das sollte, müsste eigentlich. Was ist das? Nee, das ist nicht Legacy of Kain. Das ist der von. Ja, Mensch, wie heißt das? Irgendwo hin. Da. Oder hier. Oder hier. Psycho Mantis. Der ist. Den findet man eigentlich so. Das mit dem TV. Müsst ihr mal genau hingucken. Da. Das findet da dann halt natürlich. Das müsst ihr dann für Münzen kaufen. So, hier. Und hier haben wir noch einen Unsichtbaren. Und hier oben ist Spyro the Dragon. Den habe ich auch schon gefunden. Ja. Yeah. Warte mal. Komm, sprüh mir mal an. So. Und hier ist God of War aus den God of War Leveln. Ja. Freier. Und seht ihr ja, die sind hier auf diesem Dings, aber die haben halt jetzt hier nichts großartig. Kopf, ja. Truhe habe ich geholt, aber. Zeige ich euch gleich mehr. Hier ist denn. Okami. Hier. Das ist das nächste Biotop, das ist mit den Affen. Ich komme jetzt gerade auf den Spielnamen. Die Affen muss ich alle einfangen. Hier, Ratchet & Clank. Ja. Und die sind eigentlich so normal wie die Figuren hier, die so rumrennen. Hier oder hier, Roy und Ken. Und dadurch, dass ich jetzt die verschiedenen Sachen hier gekauft habe oder halt im Automaten gezogen habe, hier MLB, haben die dann halt so eigenes. Ja, wie hier jetzt. Da ist nicht nur er hier, sondern auch noch so ein Zombie und so eine Figur. Das ist von Resident Evil. Weil er hier. Also er ist hier jetzt alleine, wie er sieht. Ne, er liest gerade ja auch. Hier ist jetzt der Ball dazu gekommen. Er ist noch alleine. Da geht man dann halt hier rein. So, ich müsste auch noch welche haben, genau. Da kriegt, könnt ihr auch Farben freischalten. So, jetzt ist hier ein Papierflieger. Bowling. Dazu habe ich wohl noch keine Figur, weil das würde sonst angezeigt werden. Da. Freier. Oder Angebote. Ja. Ach, die Katze, die hatte ich schon vor. Ja. Ah, Torsammer. So. Ich hoffe noch ein bisschen was von. Ja. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen was. Die von den anderen habe ich ja schon viel geholt, ja. Ach, der Zwerg. Sindri. Okay. Das ist ganz gut. Feuer. Kratos. Ah, ich habe keine Münzen mehr. Okay. So. Da seht ihr das auch dann aufploppen. Oh, da hinten ein Bowling dazu gekommen. So. Hier sind Puzzle. Die ihr dann halt im Spiel findet. Logischerweise. Und wenn die fertig sind, dann schalten die auch was frei. Ich habe jetzt zum Beispiel mit dem einen Puzzle, was ich. Achso, das war hier auf der Stelle. Habe ich jetzt hier dieses freischalten. Und habe auch schon ein paar durch den Automaten ein paar Farben gekauft. Und die sind dann für den Controller. Dann könnt ihr euch den einfärben. Aber hier zum Beispiel das. Oder dies. Warte mal, ich mach mal das. Das ist neu. Oder das. Das sieht auch ganz geil aus.
Ach, wir lassen jetzt mal den schwarzen. Dass er auch sieht, dass sich da was ändert. So, und wenn wir denn jetzt hier rüber gehen, zack, haben wir einen schwarzen Controller, auf dem wir fliegen. So. Alle Neune. So, hier ist eine Wanne. Da 60, um darüber zu kommen. So, wir wollen erstmal gucken. So, hier haben wir doch. Hier seht ihr, Kratos hat jetzt hier mit Lagerfeuer. Thor hat seinen Hammer gekriegt. Da wird gemalt. Hier hat eine Werkbank. Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Also ein bisschen was muss ich noch freischalten. Hier ist auch Kana. Auch ganz cool gemacht. Nur schade, dass ich mich da noch nicht verwandeln kann. Vielleicht kommt es ja noch. Mal gucken. Ich wollte euch noch unbedingt was zeigen. Ach so, das sieht man jetzt hier gar nicht. Im Spiel war, also ich hatte auch so ein Fernseher, also war dann so ein Monitor, so ein Bildschirm, ein Fernseher, und da haben die hochgeguckt und da stand dann Bot of War. Aber das ist jetzt hier leider nicht. So, ich zeige euch das, das hatte ich schon freigeschalten mit dem Schwein, was man da schmeißen musste. So, und jetzt können wir da die Pfeifen. So. Ihr kennt auch immer wieder Bots wieder. Hier zum Beispiel Psycho Mantis. So. Hier habe ich dann auch schon alles freigeräumt. Ja, hier sind dann verschiedene Sachen. Schildkröte, die haben wir umgedreht. Hier unten war was. Ja, also hier habe ich jetzt alles frei gemacht. Und so kann man auch Sachen dann auch um einzelne Bots freischalten. Ja. Und die Musik hier finde ich, von der Basis finde ich einfach total geil. Ich habe mir extra das Premium Update neu geholt. Ich hatte die normale Version. Und da ist der Soundtrack mit bei. So. So, und jetzt ziehen wir hier unten einfach mal das Ding raus. So, und dann kommen wir wieder zu Hause an. Ich habe jetzt schon zwei Endbosse besiegt. Hier, das ist auch gleich da. Das ist von Anfang an da. Oh. Kann ich mich doch verwandeln? Das hat er aber vorher nicht gemacht. Oder ist das nur eine Übersicht? Ah, ist nur eine Übersicht über die... Schade. Also falls das einer von euch nicht erkennt, das ist von Sony. Das gab es damals zur PS2. Nee, PS1-Zeiten. Ich habe aber den Namen vergessen von dem Ding. Wie nochmal? Da konnte man halt mit spielen. Seht ihr hier, wenn ich hier aufkloppe, gehen da Tasten auf. So. Habe aber den Namen gerade vergessen. So, und hier oben seht ihr, ich habe 2 von 4 Bossen schon besiegt. Und habe da den Speicher freischalten und
Also hier als erstes habe ich den Speicher gekriegt beim Affen. Und dann habe ich das hier gekriegt. Sound. Also Mitte ist noch nichts. Ich finde es auch richtig cool gemacht, dass die PlayStation 5 halt praktisch das Raumschiff ist. Und man kann hier, dass man hier so ein bisschen raufguckt. Also natürlich sieht sie von innen nicht so aus. Hat auch nicht so zwei kleine Lüfter da oben. Und, aber das ist halt künstlerische Freiheit. Ja? Aber wird mit den Schaltkreisen und so. Und da unten Triebwerk. So, hier ist ein Triebwerk. Sehen wir von der anderen Seite dann noch ein bisschen besser. Ja. Ach, hier ist ja hochgebaut worden. Na ja, gut. Das wird ja immer höher. Hier konnte man es eigentlich mal besser sehen. Aber soweit ihr mehr hier im Spiel voranschreitet, kommt hier das Gerüst auch weiter hoch. So, und hier brauche ich jetzt halt nur noch drei Puzzleteile und dann habe ich das nächste freie Schein. Umkleide, siehst du? Dann kann ich mich umkleiden. Und das nächste ist Safari Park. Da bin ich mal gespannt. Aber erstmal brauche ich noch drei Puzzleteile, um das freizuschalten. Da hoch, habe alle Freischalten, außer halt hier die mit dem Dreieck nur eins. Die sind echt schwer. God of War habe ich noch nicht 100%. Seht ihr ja? Mir fehlt noch ein Bot und ein Puzzleteil. Und hier unten, das haben wir auch noch nicht. Da ist ein Bot dann drin. Und hier jeweils nur noch ein Bot. Dann habe ich die Galaxie ja eigentlich fertig, weil ihr seht ja, hier ist jetzt nichts weiter. Ich kann jetzt nur noch diese kleinen Sachen machen. Aber die sind echt teilweise echt schwierig. Kann ich euch ja mal zeigen. Also ich habe es gestern Abend, aber ich ziemlich spät gekriegt, die Dreiecke. Vielleicht war ich auch einfach nur schon zu sehr am Arsch. So. Also ihr habt da dann auch keine Safe Points. Ja. Da bin ich zu nicht weit genug gesprungen. Jetzt auch nicht so, hoppala, so ein Vögelchen, weil hier gibt es nicht großartig was freizuschalten. Man muss nur durchkommen und am Ende gibt es dann halt einen Bot. Scheiße.
Immer versuche ich noch den Schluss. Und machen wir den Stream weiter. Weil machen muss ich's. Weil ich will's alle 100% haben. Oh, Mist. Da habe ich vergessen zu schießen. Na egal. So, Planet verlassen. So. Na komm, dann machen wir Gott of War doch. Jetzt schon. Hier haben wir ja auch, seht ihr hier, warte mal. Da. Da haben wir Kratos gekriegt. Und, opa, hier oben ist er doch. So. Hab ich ihn erwischt? Bot auch hoch. Ach, habe ich nicht genug Münzen. Gut, dann können wir gleich wieder runter, weil ich habe nicht genug Münzen, lohnt sich ja nicht. Auch die Musik ist so geil. So. Ich bin schon drüber. Ach scheiße, ja, wir machen noch ein Level. Eins, was ich noch nicht gemacht habe. Scheiße. Ich glaube, ich muss die runterfallen lassen, oder? Das war halt nur ein Trainer. Da kommt dann auch nicht, dass man da nochmal extra Münzen bekommen kann und so. So. Und der geht zur Basis. Und fertig. Und die Dinger sind hier echt sau schwer. Das werden wir denn heute Abend im Stream machen. Heute kann ich nochmal streamen. Also Sonntagabend sind wir jetzt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Montag, Dienstag, Mittwoch, ja. Da freue ich ihn spät, da geht dann nichts mehr. So, da warten sie halt auf mich. Zack, ein Bot mehr. So, und jetzt verteilen sich alle wieder und machen das, was sie halt so machen. So. Da vorne sieht schon ein bisschen. Ach, da sind die. R1 und L1 sind die Einlässe, Lufteinlässe für die Düsen. Ist ja auch geil. Aber so beleuchtet da vorne. Da ist doch nichts. Da ist eigentlich nur der USB. Und so findet man auch immer wieder was Neues. Und hier mit dem Licht ist doch cool gemacht. Ja, den Original-Controller gab's ja, gibt ja auch eine Limited Edition vom Controller zum Spiel. Der war relativ schnell weg. Und jetzt für astronomische Summen bei eBay und den Einschlägigen zu haben. So. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich habe mir ja schon geoutet. Ich bin absolut begeistert. Für mich eindeutig bis jetzt Spiel des Jahres. Eindeutig.
Und ich hoffe, Sony macht davon noch viel, viel mehr. Ja, Little Big Planet ist ja nicht mehr. Little Big Adventures war auch geil. Davon kommt aber auch gerade nichts. Und die Astrobots, die Little Big Sets auf der PS4 kamen, die gab es ja ganz früher schon mal in einem kleineren Spiel. PS2, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber seit der PS4 feiere ich die total und es macht halt unheimlich Spaß. Und es ist im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die auf den Markt kommen, wo dann erstmal ein Day-One-Patch kommt und hier ein Patch und da ein Patch und hier ein Patch und da ein Patch. Du kommst rein ins Spiel, die Steuerung ist ausgewogen. Der Sound ist geil, die Grafik ist geil, hat gleich von Anfang an HDR. Und es steuert sich total smooth und total geil. Und du hast keine Abbrüche oder was weiß ich, was man es von anderen Spielen kennt oder so, vom Controller-Handling her oder so. Oder halt bei manchen Spielen, wo sich die Steuerung halt so ein bisschen komisch anfühlt. Man spielt es gerne, aber halt die Knöpfe und das hätte man lieber anders machen sollen und das ist so und das. Hier überhaupt nicht. Hier überhaupt nicht. Ihr habt die Bewegungssteuerung vom Controller wird mitgemacht. Also wenn links, rechts steuern und so, könnt ihr halt auch das Schiff damit steuern, logischerweise. Oder neigen und wippen und sowas alles. Die Düsen L2 und R2. Und auch wenn er denn die Wände hochgeht, wenn man die Affenhammer hat und dann links, rechts mit dem Controller neigen muss. Oder wenn er dann hochspringt, Plattform macht und sowas alles. Das fühlt sich alles sehr, sehr stimmig und sehr, sehr gut an. Nicht irgendwie, wo man sagt, oh, da könnte man irgendwas verbessern oder das fühlt sich nicht so toll an. Gar nicht. Das ist einfach wie nach Hause kommen, irgendwie fühlt sich das an. Also, das ist ja Sony Stärke. Ein Exklusivtitel für die PlayStation zu machen, wo nicht 20.000 Updates kommen, damit das vernünftig läuft, was gleich von Anfang an läuft und sowas lobe ich mir und ich hoffe, mit der Umstrukturierung von der Spitze von Sony, dass diese Game-as-a-Service-Scheiße bei Sony langsam endlich aufhört und wieder vermehrt Augenmerk auf sowas gelegt wird. Das waren die Stärken von Sony. Deswegen habe ich weiterhin mir eine PlayStation geholt und bin nicht zu Xbox gewechselt. Wegen den Singleplayern. Klar spiele ich auch Multiplayer-Spiele auf der PlayStation, aber gerade das ist das Beste. Das ist der beste Beweis, was Sony kann. Und dass es einfach absolut genial ist und Spaß macht. Und dass es sich lohnt. Von mir ganz klare Kaufempfehlung. Oh, guck mal da. Also Kreis, Dreieck, X. Nee, Entschuldigung. Kreis, Dreieck, Viereck, Kreuz. Es ist ja kein X, es ist ein Kreuz. Findet ihr im Spiel auch immer wieder. In Form von von Käse unterm Bett, in so einer Mausewelt, kommt da später dann noch hin. Im Stream waren wir da schon. Oder auch an der Wand oder was weiß ich. Also es strotzt nur von Easter Eggs und Anspielungen an die Sony-Geschichte. Und bitte, 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 Sony, mach da weiter, sowas wollen wir haben. Wir wollen keine Game-as-a-Service-Scheiße, die machen doch die anderen schon genug. Da brauchen wir doch nicht noch mehr. Sony sollte sich darauf versteifen und darauf aufbauen, was sie können. Guckt euch Heavy Rain an. Beyond Two Souls. Detroit Become Human. Astrobot. Days Gone. God of War. Auch richtig Hammer. Also das liebe ich. Das liebe ich und deswegen bleibe ich Sony treu. Und da muss Sony wieder hinkommen. So, aber ich quatsch viel zu lange um den heißen Brei. Es ist ein geiles Spiel. Es lohnt sich zu kaufen. Kauft es. Es macht richtig Bock. Steuerung geil. Ohne Probleme. Sound geil. Grafik, seht ihr. Ist halt ein bisschen quietschbunt. Und, ja, ist halt auch für Kinder gemacht. Aber es sieht geil aus. HDR. Guckt euch die Wassereffekte an. Es macht einfach absolut Laune. Absolut. So, von mir jedenfalls eine ganz klare Empfehlung. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten.
Und guckt doch mal die Livestreams an, die ich da schon gemacht habe zu. Wir werden das auf jeden Fall komplett durchspielen. Und ich verabschiede mich jetzt. Däumchen werden Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.